Vom Gefühl her war es lange nicht mehr so ausgeglichen vor einer Relegation. Der VfL Bochum erschreckend schwach zuletzt gegen den SV Werder Bremen. Und Düsseldorf hat einen unglaublichen Lauf in der Rückrunde hingelegt. Man möchte nicht sagen, dass die Fortuna hier Favorit ist, aber die Vorzeichen sind fast 50-50. Donnerstagabend, also Relegationshinspiel zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf. Bochum mit dem besseren Beginn. Arndt Viajay in der 13. Spielminute. Da wurde von Heiko Butscher nochmal ordentlich durchgemischt. Klar, es musste eine Reaktion kommen auf die Niederlage bei Werder Bremen und die hatte es in sich. Es war ein guter Auftritt von Bochum. Bei Düsseldorf auch einige Änderungen, da waren vor allem wegen Gelbsperren Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden durch Daniel Thun. Carsten Meyer zum Beispiel wieder mit von der Partie und der war ganz, ganz wichtig hier in dieser Anfangsphase. 15. Minute, die nächste Riesenchance. Hofmann aber etwas zu unplatziert. Dann mal Düsseldorf mit einem Ballgewinn. Scholes auf Tanaka. Vermey macht den gut fest. Klaus hat das Auge für Shinta Appelkamp und der markiert das 1:0 für die Gäste. 40. Spielminute zu dem Zeitpunkt doch etwas überraschend. Aber das war den da auf der anderen Seite hinterm Kasten ganz, ganz egal. Das war gut und clever gespielt. Was auch die Mannschaft von Daniel Thun ausgemacht hat, ist diese defensive Kompaktheit und dann vorne im richtigen Moment zuschlagen. Das ist ihnen hier gelungen, aber trotzdem hatte Bochum vor der Pause nochmal eine Chance. Philipp Hofmann legt zurück auf Arndt Viajay. Es sollte irgendwie nicht sein. 44. Minute wäre nochmal sehr wichtig gewesen, der Ausgleich vor dem Seitenwechsel. So ging es dann erstmal mit 0:1 in die Kabine. Etwas schmeichelhaft aus Düsseldorfer Sicht, aber sie haben ihre Stärken und die haben sie dann eben einmal konsequent ausgespielt. Aber auch der zweite Durchgang wieder besser, was Bochum da machte. Stöger legt zurück auf Hofmann und Kastenmeier. Wow! Was für eine Parade! Aus der Distanz so eine Wucht und dann hat Kastenmeier eine sehr gute Reaktion. Aber der VfL Bochum, er wirkte wie ausgewechselt im Gegensatz zum Spiel bei Werder Bremen. Hofmann, Kastenmeier, das entwickelte sich hier langsam zum Privatduell, aber wenn man ganz ehrlich ist, so ein Ball musst du einfach im Kasten unterbringen. Das könnte sonst noch richtig schmerzhaft werden. Denn wenn du deine Chancen selber nicht machst, dann kann der Gegner zuschlagen. Scholes, Vincent Vermey, aber zu unplatziert. Ja, Lute, der für Riemann in den vier Wänden stand, der hatte nicht viel zu tun, konnte sich selten auszeichnen hier dann mal mit der Parade. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Wenigstens das 1:1 schaffen. Asano, aber Kastenmeier unüberwindbar an diesem Abend. Noch einmal Ecke für Bochum. Stöger. Und da ist Schlotterbeck. Doch noch der Ausgleich. 3. Minute der Nachspielzeit. Kevin Schlotterbeck kann also auch treffen, wenn er nicht vorher ein Eigentor gemacht hat. Und das ist ein extrem wichtiger Treffer für das Rückspiel. Da setzt er sich durch im Kopfballduell und platziert den perfekt. Der zweite Pfosten ist unbesetzt. De Weijs verliert das Kopfballduell. Für Kastenmeier ist dann nichts mehr zu machen. Das war der Schlusspunkt in diesem unterhaltsamen Relegationsduell. Bochum die bessere Mannschaft, aber Düsseldorf
souverän dann vorne weg. Am Ende ein bitterer Rückschlag, aber es ist alles offen für das Rückspiel.